My name is George Pabon, but people call me Fable. Ich heiße Georges Pabon. Man nennt mich Fable. Ich bin 17 Jahre alt und lebe auf der 123. Straße in Spanish Harlem. Ich gehe zur Kunstschule und möchte Maler werden. Aber zurzeit ist Tanzen das Wichtigste für mich. Und irgendwann will ich am Broadway auftreten. Wenn die Freiheit verboten wird, macht das Verbotene frei, schrieb Ellicott, ein Junge aus der South Bronx, an die Wand seiner Gefängniszelle. Die besten der Graffiti-Künstler sind berühmt geworden. Die meisten sind unbekannt. Manchmal, wenn ich deprimiert bin, gehe ich einfach raus und male, was ich fühle, damit andere es sehen können. Die Züge sind wie ein Stück Leinwand auf Rädern. Das Ganze hat auch viel mit meinem Tanzen zu tun. Mein Tanzen ist Körpergraffiti. Es ist eine Kunstform, genauso wie Graffiti. Es gibt nicht viele, die das machen, aber die wenigen, die es gibt, verändern das Stadtbild New Yorks. Du weißt, dass dein Name weiterlebt, selbst wenn die Bullen die Farbe von den Zügen abgewaschen haben. Nacht in der U-Bahn. Die Zeit der Graffiti-Maler. Nachts laufen sie unter Lebensgefahr die Schienen entlang zu verlassenen U-Bahnhöfen, klettern über Stacheldrahtmauern in bewachte Zugdepots. Und am nächsten Morgen rollen neue U-Bahn-Wagen durch die Stadt, frisch besprüht mit den Spuren ihrer nächtlichen Arbeit. Graffiti sind rollende Botschaften, überlebensgroß. Zeichen des Willens zum Ausbruch, genau wie Tanz und Musik. Überlebenszeichen.